Der ist nicht zugänglich. Auch der ist nicht zugänglich. Das Schlimmste ist, dass wir nicht mehr speichern können. Oder war das Dorf jetzt gerade ein Speicherpunkt? Denn ich habe nicht oben aufs Menü geachtet. Sehr gut möglich, dass man bei Dorffest oben speichern konnte. Ich will nicht nochmal hier rein müssen. Hier kann man scheinbar nicht rein. Bill sagt nö. Tu mal nicht. Erkenntnis genommen. Pass auf, in Wahrheit müssen wir die Höhle einfach schon wieder verlassen, aber es ist uns nicht gesagt. Müssen wir wieder den Gang finden, aus dem wir gerade rausgekommen waren. Nicht der hier, wir reiten gerade im Kreis. Wir reiten hier gerade wirklich einfach nur im Kreis. Der Gang war auch nicht zugänglich, da war auch Felsboden vor. Der Gang ist nicht zugänglich, weil der Felsboden vor ist. Ich bin davon ausgegangen, dass wir jetzt in den anderen Gang rein können, aber hier hat sich keiner aufgetan. So, hier ran zu gehen, bringt uns wieder nach dahin. Da sind wir im Kreis geritten. Hier ist nichts. Das ist vielleicht dann durch. Ach, jetzt können wir durch diese scheiß Spalte gehen, die ich gesehen habe. Aber wie bekomme ich das auf? Ich benutze das magische Pulver. Es muss eine Mechanik gehen. Och, nö, sag nicht, wir müssen diese ganzen Kram durchsuchen. Nochmal alles gründlich nach Hinweisen absurd. Ich hasse dich, Marcus. Die Mechanik muss natürlich wahrscheinlich in einem ganz anderen Raum sein. Jetzt ist der Spalt, den ich am Anfang gesehen hatte, plötzlich so ansprechend. Wir werden hier wortwörtlich nur hin und her geschickt. Halt die Klappe! Niemand hat dich gefragt, was deine Ansicht zur Situation ist. Suchen wir weiter. Ich erlaube mir die Theatralik. Können wir die Gänge jetzt nicht mehr betreten? Wir sind wieder hier. Muss hier eine Mechanik geben. Aber wo? Keine Ahnung. Suche alles ab. Was? Gut getarnt? Du Sohn einer Räudigen! Man tarnt das nicht hinter einer durchgängigen Wand. Das war nicht getarnt. Man muss in eine Wand reinlatschen? Das ist von außen nicht erkennbar gewesen. Sekunde. Ne, das war von außen nicht erkennbar.
uns dagegen reiten. Haben wir die Mechanik jetzt betätigt? Ich glaube, das Teil hat sich gerade bewegt. In der Wand drinne. Na, wenn das kein Glück ist, es funktioniert. Wehe, die Kisten, die drin sind, leer. Ich muss nochmal alles absuchen, ob ich noch so einen unsichtbaren Mechanismus finde. Hier ist noch eine Spalte. Ich muss nochmal alles absuchen, ob ich noch einen unsichtbaren Mechanismus finde. Der in der Wand drin versteckt ist. Du, stirb! Oh Gott sei Dank, wir sind gerettet! Vielen Dank euch, edler Retter. Nein, töte ihn. Du musst das ganze Gold verladen. Die Kutsche ist in der anderen Höhle. Ich habe gerne geholfen. War nicht ganz so einfach hierher zu finden. Ich kümmere mich um die Kutsche. Ihr zieht am besten gleich Richtung Heimat. Nein, töte sie alle. Sie sind drin dabei. Ich akzeptiere keinen Überlebenden an diesem Punkt. Kutsche ist in der anderen Höhle. In welcher anderen Höhle? Wovon zum Teufel redet ihr? Welche andere Höhle? Wovon redet ihr? Ich muss jetzt die Wände abgehen, um zu schauen, ob nicht irgendwo was drin versteckt ist, was wirklich dämlich ist. Müssen wir nochmal zum Fuck-Off-Mechanismus gehen? Nochmal ganz von vorne. Okay, hat der Mechanismus jetzt den nächsten Höhlenschritt geöffnet? Ja, da war ja noch ein Spalt, noch eine Tür. Geh sowas von auf, na also. Super Sachen, der Goldwagen ist frei. Ab dann, edler Ritter. Ohne euch wären wir verloren. Bringt das Gold zum Orden. Damit die rechtmäßigen Eigentümer darüber verfügen können. Begleitet mich bitte bis zum Ausgang. Oh nö. Das ist in Ordnung, ich begleite euch. Bestellt auch im Namen von Ritter Hakim schöne Grüße an Schwester Norden. Schwester Norden vom Orden, der jetzt Steuerhinterziehung begehen wird. Was ist der Rückweg? Müsste irgendwie so sein. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg gerade.
sind wir, okay. Ich hoffe, der Karren ist hinter uns. Ja, wir sind frei. Da konnten wir richtig helfen. Nein, konnten wir nicht. Jetzt aber weiter. Ich denke, wir werden schon längst erwartet. Dass die Quest noch weiterläuft der ganzen Zeit, ist nicht gut. Schau euch vor, ihr habt es gerade in letzter Sekunde geschafft und da passiert sowas. Das läuft noch weiter. Stell dir wirklich vor, ihr habt es in letzter Sekunde geschafft, aber die Zeit läuft noch immer weiter. Müssen wir mich warten, bis das Geld angekommen ist. Okay, es ist geschafft. Wir können noch nicht speichern. So, wer wird ihn jetzt einfach umbringen? Können wir im Schafhirten vorbeischauen? Jo, Affe. Weitergehen, ich möchte wieder dieser speichern können. So. Das Tor ist verschlossen. Keiner zu sehen. Wo ist die Speicherfähigkeit? Dass hier auch ständig die Wege versperrt sind. Ich würde das ganze Land einfach einebnen an dem Punkt. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so sicher in der Gegend für Gandalf. Wie kommen wir jetzt bloß weiter? Ich habe noch eben einen Weg gesehen. Ein... Vielleicht führt er uns zu jemandem, der helfen könnte. Das sieht ja schlimm aus. Komplett niedergebrannt. Gandalf ist es gewesen. Dafür müssen sie schon alles erkundet haben schon. Es scheint uns noch einiges zu erwarten. Da ist noch jemand. Verschont mein Leben, edle Ritter! Keine Angst, wir tun euch nichts. Was ist dir vorgefallen, gute Frau? Gestern hatten wir doch an der Küste beobachtet. Viele Truppen aus dem Norden versammeln sich. Wir wurden entdeckt und sofort kam eine Horde von Banditen und hat alles niedergebrannt und alle getötet. Ich konnte mich noch gerade rechtzeitig verstecken. Das ist ja schrecklich. Könnt ihr uns helfen, durch das Tor zu kommen? Wir müssen sofort zur Küste. Rechts neben dem Tor ist ein geheimer Riegel zum Öffnen. Ist er in der Wand versteckt? Okay, das werden wir finden. Macht euch am besten sofort auf den Weg zu Schwester Norden. Da seid ihr in Sicherheit. Das werde ich machen. Hoffentlich könnt ihr etwas ausrichten bei der Übermacht der Banditen. Wir machen uns sofort auf den Weg, Freunde. Höchste Eile ist geboten. Lass uns speichern. Dann eile ich mich auch gerne. Hallo, bis. Ja, miau.
Wir können doch nicht speichern. Ich möchte nicht nochmal in diese scheiß Höhle. Schon unterwegs. Verstanden. Verstanden. Alles klar. Verstanden. Wo ist der geheime Riegel? Verstanden. Ei. Auf euren Befehl. Alles klar. Ja, ah, Kata. Wie ihr wünscht. Alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. Jawohl. Auf euren Befehl. Ich sehe keinen geheimen Riegel. Jawohl. Ei. Auf euren Befehl. Sofort. Sofort. Ei. 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 Alles ist da von neben dem Tor die Rede? Jawohl. Alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. Aber da sehe ich gerade nicht so viel von. Schon unterwegs. Alles klar. Ei. Verstanden. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Alles klar. Bringst die Mauer falsch rum. Verstanden. Jawohl. Wie ihr wünscht. Verstanden. Verstanden. Jawohl. Sofort. Wie kommen Jawohl. Wir? Sofort. Sofort. Jawohl. Wir kommen halt nicht von der Straße Verstanden. Irgendwo runter. Auf euren Befehl. Jawohl. Alles klar. Jawohl. Jawohl. Verstanden. Schon unterwegs. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Letzte, was uns fehlt. Klar. Und wir kriegen es jetzt einfach nicht hin. Verstanden. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Alles klar. Auf euren Befehl. Das Letzte, was uns fehlt, ich finde es nicht. Hier sieht es aber nicht sehr geheimhebelig Schon aus. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Alles klar. Schon unterwegs. Alles klar. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Hier ist ein Stein. Jawohl. Verstanden. Ei, ei, schon unterwegs. Verstanden. Wie ihr wünscht. Verstanden. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Alles klar. Alles Wir kommen klar. halt wirklich nicht von der Straße runter. Verstanden. Dementsprechend kann das eigentlich Verstanden. Nicht zu weit sein. Verstanden. Jawohl. Verstanden. Schon unterwegs. Jawohl. Verstanden. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ei, auf euren Befehl. So, nicht hier. Alles klar. Verstanden. Alles nicht klar. Hier. Ei. Sofort. Jawohl. Jawohl. Auf euren Befehl. Ei. Jawohl. Auf euren Befehl. Ei. Wie ihr wünscht. Ei. Sofort. Alles klar. Schon unterwegs. Ich verliere Jawohl. Wirklich Auf nichts. Euren Befehl. Auf euren Befehl. Alles klar. Auf euren Befehl. Alles klar. Wo soll dieser Hebel sein? Ei. Ei. Ei, sofort, sofort. Alles klar. Auf euren Befehl. Schon Wir betätigen wir den geheimen Hebel. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs, schon unterwegs. Verstanden. Ei, ei, verstanden. Ei, ich bin jetzt nicht willens, für eine halbe Stunde unterwegs. Einen Hebel zu suchen, den wir nicht finden. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Wie ihr okay. wünscht. Okay. Halt. Nein, doch Verstanden. Nicht. Dann Verstanden. Einmal die Taktik, pausieren, Aufnahmen pausieren und ich schau mal, ob irgendjemand geschrieben hat, wo der Hebel ist. Denn ich möchte den gerade wirklich nicht suchen. Diese Karte hat uns viel zu viel unnötiges Suchen angetan. Bis gleich. Nun, liebe Gemeinde. Jetzt haben wir das oben erstmal schwarzen Bildschirm. So, okay. Ich habe nichts gefunden. Nix. Alles klar. Nada. Absolut gar nichts. Das heißt, wir müssen jetzt einfach suchen. Ei. Auf euren Befehl. Niemand Schon hat unterwegs. Dazu etwas geschrieben Schon gehabt. Unterwegs. Das bedeutet, Alles klar. das kann eigentlich nicht zu versteckt Schon sein. Unterwegs. Alles klar. Alles klar. Bei allen anderen Sachen Jawohl. Sind tatsächlich Leute verzweifelt, wie es aussieht. Sofort. Auch bei vielen Dingen, die wir Schon relativ unterwegs. Gut hingekriegt haben. Auf euren Befehl. Ebenso bei Sachen, wo Alles wir einfach klar. drastisch verzweifelt Verstanden. Sind. Alles klar. Aber Alles klar. diesen Hebel scheint niemand verloren Befehl. Zu haben. Schon unterwegs. Verstanden. Schon unterwegs, wie ihr wünscht. Alles klar. Drehen wir die Kamera mal. Vielleicht Ei. Finden wir den irgendwo. Sofort. Ei, schon unterwegs. Wo würde man so einen scheiß Hebel verstecken? Schon unterwegs. Neben dem Tor war die Rede. Auf euren Befehl. Alles klar. Auf euren Befehl. Ei. Aber wir können Sofort. Halt nirgendwo hin. Hier ist alles blockiert. Sofort.
Huch! Da war der scheiß Hebel. Ja. Randomness. Das war random mit dem Hebel jetzt. Einfach nicht den richtigen Pixel getroffen gehabt. Ja, Wahnsinn. Was ist denn da los? Da rotten sich ja zig Clans zusammen. Das ist wohl das Übel, von dem Kentaur gesprochen hat. Gnade uns Gott, weil die ins Land einfallen. Wir müssen sofort Alarm schlagen. Auf zu Gandalf. Was meinst du, wer die Clans eingeladen hat? Beeilt euch, Männer! Macht den Liegeplatz frei für die anderen! Los! Das dauert alles zu lange! Macht schneller, Männer! Bald sind wir komplett! Nichts wird mich aufhalten! Mit diesen Truppen werde ich alle vernichten! Gandalf mit seinen Selbstgesprächen. In Kürze werde ich in der Lage sein, den Plan durchzuführen. Ihr könnt kommen, Freunde. Ich bin bereit. Wir werden sehen. Ja, werden wir wohl. Schätze, das werden wir. Ende Teil 3, Episode 1. Fortsetzung existiert nicht. Die Enchantistik tut es allerdings. Gut, das wäre die Karte. Das wäre Zwei Freunde Teil 3, Episode 1. Episode 2 hat scheinbar den Namen Final einfach nur und die werden wir uns auch antun. Und da bin ich gespannt, was die beinhalten wird. Ich muss zu dieser Karte sagen, eigentlich hätte ich die absolut lieben müssen. Denn eigentlich liebe ich derartige Spielereien. In Siedler 5, Siedler 6 spielt keine Rolle. Aber irgendwie hat diese Karte es geschafft, mit all den richtigen Ingredienzien genau die falsche Kombination zusammenzusetzen. Die Rätsel waren, also die Dialoge waren ohnehin so eine Sache. Und darunter haben dann die Rätsel gelitten, weil die Dialoge teilweise einfach nur zusammengestammelt waren. Die Rätsel
das eine war natürlich das Mathemann-Zahlen-Rätsel, das... Fair, okay. Aber alle anderen Rätsel waren nur Rate- und Suchspiele. Teilweise haben die nicht mal richtig funktioniert. Also die Sache mit den Gebeten. Es gab überhaupt gar keinen Hinweis dafür, dass es mit den Fähigkeiten funktionieren würde. Und schlimmer noch, teilweise haben die Fähigkeiten einfach entschieden, komplett zu verschwinden und nicht zu funktionieren. Das heißt, zum einen musste man erstmal wissen, dass man die Fähigkeiten benutzen durfte. Und dann musste man beten, dass sie auch wirklich funktioniert hatten. Nachdem wir es wussten, ist sie ja mehrmals abgekaspert, trotz allem. Andere Sachen waren einfach wirklich nur das Suchen mit minimalen Hinweisen. Es müsste eine Höhle, wenn die ganz in der Nähe ist. Toll, es ist keine Höhle, es ist ein Loch im Boden. Ein Loch im Boden, umgeben von Bäumen und Wäldern, dass man nur findet, wenn man ganz genau über den ganzen Boden drüber hobbelt. Ohne Minimap weiß man nicht mal, wo genau man ist. Und da die Karte nicht aufgedeckt ist, weiß man natürlich nicht ganz genau, was man aufgedeckt hat. Gut, Schweine treiben fand ich lustig. Auch wenn es wahrscheinlich, auch wenn ich sehen kann, wie es für viele Leute frustrierend sein kann, weil es teilweise absolut random ist, wie die Schweine entscheiden, sich zu bewegen. Teilweise. Wir haben festgestellt, es gibt da so ein paar Sachen dahinter, wie die sich bewegen. Das haben wir beim ersten Versuch auch sehr gut hingekriegt, beim zweiten Versuch haben wir leider ein bisschen gefumbelt. Es war viel zu viel Sucherei. Teilweise waren Sachen einfach sehr, sehr unfair. Oh, du hast ziemlich alles hier gemacht. Alles klar, such nochmal alles ab für den nächsten Schritt. Das sagen wir nicht im Voraus. Du musst einfach noch alles absuchen, nachdem du schon mal drin gewesen bist. Die Sucherei nach den ganzen Kisten, wo... Naja. Anhaltspunkte halt nur mäßig gegeben waren. Es war teilweise ein bisschen traurig. Und ich glaube, alles hat sehr stark daran gelitten, dass die gesamte Handlung der Karte sehr zusammenhangslos gewirkt hat. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich hatte ja letztes Mal in der letzten Aufnahme schon gesagt, dass ich an dieser Karte irgendein komisches Gefühl hatte. Und das Gefühl, das ich hatte, wenn ich es so zusammenfasse, ist, jemand hat exorbitant viele technische Spielereien reingesetzt. Jede einzelne beeindruckender als die nächste. Aber die wurden halt gewissermaßen alle auf einen Haufen geschmissen, um zu zeigen, dass man die ganzen technischen Spielereien, zumindest empfinde ich es so, dass die alle auf einen einzigen riesigen Haufen zusammengeschmissen wurden, um die technischen Spielereien zu demonstrieren. Guck mal, was für schönes Spielzeug ich geschaffen habe. Es ist ein sehr schönes Spielzeug gewesen, aber es wurde leider auf einen riesigen, unästhetischen Haufen zusammengeworfen. Ohne wirkliche vernünftige Anordnung und vernünftige Zusammenhänge. Dazu noch zusammengehalten von einer... von Handlungen, Dialogen, Charakteren, die nicht wirklich... Im Endeffekt, obwohl jedes einzelne Element dieser Karte hervorragend ist und technisch und unfassbar beeindruckend, besonders auf der Ebene, weil ich Spielereien und besondere Features in Karten immer liebe, diese Karte hatte nur das. Und hat sich zu sehr darauf verlassen. Für einige Karten können das, diese konnte es nicht wirklich. Also beeindruckend auf jeden Fall. Aber im Endeffekt ist das Gesamtbild, das ich nur kriegen konnte, immer nur so ein... Normalerweise verliere ich nicht so viele Worte zum Ende einer Karte. Meistens tue ich das nur, wenn eine Karte besonders beeindruckend gewesen ist. Denn meistens sage ich halt meine Urteile zu den einzelnen Dingen innerhalb der Karte selbst. Aber diese Karte erfordert es irgendwie. Ich möchte auch normalerweise nicht irgendwelche großen Fazitsachen nach einer Karte ziehen, weil ich bin kein Kartenkritiker. Das ist nicht, was ich tue. Was ich tue, ist, die Karten zu spielen, meinen Spaß daran zu haben und zu hoffen, dass ihr euren Spaß daran hattet und darauf zu setzen, dass ihr euch selbst euer Urteil über diese Karten bilden könnt. Ich habe nicht vor, Leuten zu diktieren, was gut und was schlecht ist. In den meisten Fällen. Es gibt einige Sachen, wie zum Beispiel die schwere Siedler 5 Kampagne, wo es nötig wird. Oder nötig wurde. Und das hier ist einer dieser Fälle, wo es nötig wurde, dass man sagt, sehr schön, sehr viele beeindruckende Sachen, aber irgendwie nicht gut. Nicht zu gut, zumindest empfinde ich das so. Auf jeden Fall, ja, das wäre das erstmal fürs Erste. Bevor ich hier anfange, mich als Konnoisseur zu outen. Das ist ja wirklich nicht unbedingt, was ich bin. Ich tendiere dazu, jede Karte als das zu beurteilen, was sie ist.
Zum Beispiel Erstlingswerke beurteile ich als Erstlingswerke. Da werde ich sagen, oh, aber diese Karte, die von einer Person als erstes gemacht wurde, kommt nicht im Mindesten ran an die 7 Todsünden. Das ist dementsprechend eine Scheißkarte. Das wäre Unsinn. Das wäre entmutigend und nichts anderes als unfair gegenüber neuen Mappern. Aber hier in diesem Fall zum Beispiel muss ich einfach sagen, die Karte war beeindruckend, aber gleichzeitig unterwältigend. Und ein bisschen enttäuschend. Denn als ich Adventure gelesen habe, dachte ich mir, ja, Adventure. Und das war ein Suchspiel. Suchen-Ratespiele. Und teilweise mit Sieg- und Niederlagebedingungen, die komisch waren. Nun gut. Ich sagte, ich wollte nicht weitermachen. Und ich sagte, und dann machte ich direkt weiter. Mit meinen Ausführungen, die vielleicht jemanden interessieren. In jedem Fall allerdings sehen wir uns auf der nächsten Karte wieder, die das Finale dieser Map-Serie sein wird. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und Cheerio.